Ich hatte heute noch nicht genug Fischeiweiß. Lecker Eidexi-Dexi-Fisch. Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar. Und hier riecht es irgendwie immer noch nach Schweineschmalz. Jetzt kommt gleich Fischgeruch hinzu. Oh. Ja, einer meiner Abonnenten hat mir ans Herz gelegt, ich solle das doch mal rezensieren. Weil ich es ja schon mal vorgestellt habe in meinem Haul-Video vom Russenladen. Und wie das so beim Saar ist, die Fische, die laut blubbern, die werden auch erhört. Und so wurde auch dieses Fischgebet erhört. So, und womit fangen wir an? Mit Original. Boah, riecht fischig. Wie sollte es auch sonst riechen? Es besteht nämlich zu 82% aus Fisch. Krass, oder? Danach kommt Zucker, Tapioca-Mehl, Weizenmehl, Salz, Sojasauce, Mononatriumglutamat, Chili, Chili-Extrakt. Keine Konservierungsstoffe. Aha. Ja. Und kennengelernt habe ich die Teile. Da war ich auf einer Geburtstagsparty von einem Kommilitonen und er bekam dann so einen Geschenkkorb von einer Russin oder Osteuropäerin aus dem Russenladen und da war unter anderem dieses Zeug dabei und ich war der Einzige, der das Zeug gefressen hat. Mhm. Also, es ist halt ganz trockenes Fischprotein irgendwie. Schmeckt ein bisschen wie Surimi, nur halt getrocknet. Und ja, es saugt sich im Mund so ein bisschen mit Speichel voll und dann wird es so schaumstoffartig. Oder wie ein Putzlappen sozusagen, wie ein aufgeschäumter Putzlappen. Ja, keine Ahnung, irgendwie fand ich das mal früher lecker. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist sehr proteinreich. Oh, es besteht aber zu 51% aus Kohlenhydraten. Wie ist denn das möglich, wenn das 82% Fisch enthält? Ein Fisch besteht doch nicht aus Kohlenhydraten, oder? Lizardfisch, also Eidechsenfisch. Ne? Der heißt auch Saurida. Also der erste Teil von dem lateinischen Namen ist Saurida, so wie bei Dinosaurier. Das heißt der Schreckensechsen übersetzt, ne? Also Sauride bedeutet echsenartig, glaube ich. So, als nächstes Barbecue oder Spicy oder Chili. Hm. Ich glaube, ich nehme mal Barbecue. Dürfte jetzt so einen leichten Rauchtouch haben. Was die gekostet haben, weiß ich nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Aber die sind nicht teuer. So ein Euro oder so. Oh. Man soll die frittieren, mit oder ohne Öl. Und dann schmecken sie anders und sind knusprig, steht da auf Englisch drauf. Ready to eat anywhere, anytime, as long as you have enough water. Also in der Wüste würde ich die Dinger nicht essen. Da würde ich, glaube ich, verdursten. Wobei, ich habe ja noch hier eine Spezi. Habe ich gerade eben reviewed. Den Unterschied zwischen Paulaner Spezi und Original Spezi. Habe auch schon mal einen größeren Spezi-Vergleichstest gemacht. Okay, dann mal Spicy. Spicy, ich schätze mal, das wird halt pikant sein, ein bisschen schärfer. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen Schärfe im Mund. Ist da auch Chili drin gewesen bei Barbecue? Ja, auch Chili. Ja, und so ein bisschen pfeffrig vielleicht oder andere Gewürze. Ah, bei den beiden ist jetzt 80% Fisch drin. Eidechsenfisch. Und hier auch 80. Also das Original enthält am meisten lecker Eidexi-Dexi-Fisch.
stelle mir gerade so vor, wie diese kleinen Eidechsenfische, ich denke mal, dass die klein sind, in einen riesigen Mixer geworfen werden. Und am Ende kommen dann diese Streifen hier raus. So wie die Rückseite der Packung bei Tao Kai Neu. Ja, tatsächlich. Der Unterschied zwischen Barbecue hier und Spicy hier ist ungefähr der von Pringles Spicy, Hot and Spicy und Pringles Barbecue. Aber die gibt es gar nicht mehr. Das gab es früher mal, Pringles Barbecue. Die gibt es gar nicht mehr, oder? Ja. Das ist ein bisschen schärfer und es sind mehr Gewürze drin, ja. Weniger Eidechsenfisch-Eigengeschmack. Und jetzt Chili. Schauen wir mal, ob die scharf sind. Oh, hab euch ganz vergessen, das mal richtig zu zeigen hier, ne? Also sieht es aus. Das ist original. Barbecue ist dann eher so ein bisschen, ja, orange, gelblich, dunkelgelb, rötlich. Spicy sieht dann eher wieder aus wie das Original. Vielleicht ein bisschen gelblicher noch. Ah, nee, jetzt ist so ziemlich das Gleiche. Und Chili ist jetzt schon deutlich rötlich, ne? So, jetzt rein damit. Ich hatte heute noch nicht genug Fischeiweiß. Hot Chili. Ja, und es ist wirklich, wirklich scharf. Good source of protein from fish. Taro Fish Snack. 52 Gramm hat eine Packung. Hm. Ich glaube, die schmecken mir am besten, ja. Die Chili. Also ich liebe sowieso Chili. Hm? Die sind jetzt auch schon richtig lecker eigentlich. Mhm. Also, für alle Leute, die scharf mögen, ich meine scharf mit R, nicht das wollige Tier. Also alle, die es scharf mögen, holt euch die Sorte hier, die ist am besten. Und wenn euch die schmeckt, dann könnt ihr die anderen probieren. Wenn euch die schon nicht schmeckt als Schafesser, dann schmeckt euch das andere auch nicht. Okay, Leute, schlucken. Macht's gut. Ihr könnt hier oder hier weiterschauen. Ich habe vor kurzem zum Beispiel Oktopus probiert, aber ich probiere auch viele andere Sachen. Und ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, das würde mich sehr freuen. Oder abonnieren, wenn euch der Content gefällt. Ciao, Leute.